Ja, diese Aufzeichnung machen wir hier auf diesem Computer. Herzlich willkommen zum inzwischen sechsten Vodcast aus dem Wirgebiet. Heute heißt es Freiheit für das Wirgebiet. Freiheit für das Wirgebiet hat den Hintergrund oder den Zusammenhang, dass ab dem 1.7. eine neue Corona-Schutzverordnung gilt. Und diese Schutzverordnung, ja, nimmt das Thema Schutz nicht mehr ganz so ernst oder wörtlich. Zumindest sagen das einige. Und das Thema Schutz tritt auch mehr in den Hintergrund. Dafür treten Freiheit und Freiheitsrechte wie Freiheit, sich zu begegnen, sich zu berühren, sich zu treffen, sich auszutauschen in den Vordergrund. Bevor wir das aber inhaltlich nochmal vertiefen, möchte ich auch meine Gäste nochmal herzlich begrüßen. HG Butzko, wie immer, mit der Dauerleuchte im Hintergrund, die anzeigt, dass er wieder neue Ideen und genau Inhalte hat. Und ein neues Gesicht in der Runde hatten wir so noch nie, freut mich aber riesig, weil wir schon lange auch was zusammen immer mal wieder machen. Lars Mückner. Und was Lars Mückner ist und was er macht, das erzählt er am besten selbst. Ja, mein Name ist Mückner, Lars Mückner. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, ein Kind, 1,80 groß, 100 Kilo schwer. Ich arbeite als Richter beim Amtsgericht in Duisburg und zwar seit mittlerweile 25 Jahren. Habe ich meine Zeit in der Justiz voll. Ich bin seit 1999 Familienrichter, das heißt, ich scheide Ehen, entscheide über Zugewinnausgleich, nehme anderen Leuten ihre Kinder weg. Und seit 2002 bin ich Betreuungsrichter, das heißt, ich entscheide in einem streng reglementierten Verfahren, ob ein volljähriger Mensch, der aufgrund Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern, einen rechtlichen Betreuer bekommt, einen Stellvertreter. Dabei soll ich in erster Linie nach Maßnahmen suchen, die es entbehrlich machen, dass in diese Rechte eines Menschen eingegriffen wird. Und im Extremfall werden bei mir Anträge gestellt, zu genehmigen, dass Menschen freiheitsentziehend untergebracht werden. Und hier ist es meine größte Aufgabe zu schauen, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, die Gefahren, die durch die Unterbringung beseitigt werden sollen, abzuwenden. Das ist so eigentlich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das habe ich mir schon als Student gewünscht. Ich hatte eine recht bewegte Jugend, wollte alles Mögliche werden, zuerst Koch. Meine Eltern waren aber der Meinung, das wäre für mich keine gute Entscheidung. In einem sehr erwachsenen, reifen Protest habe ich dann erstmal ein Jahr lang LKWs beladen, habe dann angefangen, Germanistik, Philosophie und Politologie zu studieren. Das war grenzwertig unerträglich. Ich habe dann wieder LKWs beladen und irgendwann kam dann die Idee auf, ich könnte ja Jura studieren. Und in dem Fach bin ich explodiert. Im dritten Semester habe ich mir vorgenommen, nach einer Vorlesung darüber, was für komische Urteile Richter machen, so moralinsaure, für mich völlig unnachvollziehbare Sachen. Wenn ich groß bin, werde ich mal Richter. Dann hatte ich Glück und bin es dann auch geworden. Ja. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich eine Arbeit machen darf, die ich sehr gerne mache. Und das hat den Vorteil, ich werde es nicht müde. Ja, das finde ich beeindruckend, bemerkenswert. Wir sind mal zusammengekommen, weil wir Projekte gemacht haben zum Thema Charta der Rechte, Hilfe und pflegebedürftiger Menschen. Und da sind wir natürlich auch auf das Thema freiheitsentziehende Maßnahmen gekommen. Und da habe ich Lars Mückner kennengelernt als jemand, der wirklich ja, sich auch immer wieder beruft auf die historische Verpflichtung auch hier bei uns in Deutschland, Freiheit als höchstes Gut auch zu betrachten und alles dafür auch zu tun und den Werdenfelser Weg auch mitzugestalten. Das heißt also auch neue Umgehensweisen zu finden in Einrichtungen der Altenhilfe mit dem leidigen Thema Freiheitsentzug und freiheitsentziehende Maßnahmen. Habe ich jemanden getroffen, der sehr viel dafür getan hat, dass da ja eine Sensibilität auch für entsteht. Und dann haben wir plötzlich so eine Pandemie. Und dann haben wir plötzlich ja, Maßnahmen, wo ich ehrlich gesagt immer noch mal wieder manchmal so daneben stehe und sage, boah, was haben wir da in den letzten Wochen und Monaten mit uns machen lassen, gesamtgesellschaftlich? Aber was ist da eigentlich in stationären Einrichtungen passiert? Was ist da in der Pflege passiert? Was ist da passiert? Wieso ist das so anders? Ganz kurze Sache, der Werdenfelser Weg war so freundlich, mich zu assoziieren. Ich habe da nicht mitgewirkt, sondern mein Freund Sebastian Kirsch, der Gründer, hat mich für ein, zwei Vorträge hinzugezogen und da bin ich stolz drauf, aber der Werdenfelser Weg lebt völlig ohne mich. In den Heimen, was ist da passiert? Ja, was ganz Merkwürdiges, wir haben in Deutschland nur ein ganz streng begrenztes System, wann jemand in seinen Freiheitsrechten eingeschränkt werden darf. Eigentlich ist im Rahmen des Erlaubten
Handlungsfreiheit gegeben. Nur wenn ich durch mein Handeln etwas Verbotenes tue, dann darf man mich sanktionieren, also Geldstrafen, oder man darf mir die Freiheit wegnehmen. Oder wenn ich etwas nicht verstehe, weil ich entweder Kind bin oder durch Krankheiten deformierten Willen habe, dann darf man mich zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für mich oder für andere unter bestimmten Voraussetzungen unterbringen. Und das, was im Moment Corona in die Landschaft an Gefahr gebracht hat, das passt nicht so ganz da rein. Das ist keine akute Gefahr, wie wenn ich mit einem Messer durch die Gegend gehe, sondern eher eine latente Gefahr. Und dennoch hat man in den Heimen Leute ganz stark ihrer Freiheit beschränkt, um zu verhindern, dass diese Menschen irgendwie die Freiheit ins Heim hineintragen oder im Heim umhertragen. Man hat sie dort isoliert. Und das passt eigentlich gar nicht so ganz in das System der jetzigen Normen. Entweder geht es um Polizeirecht oder Ordnungsrecht oder es geht um Schutzrechte von Angehörigen, die für mich sprechen oder von rechtlichen Vertretern. Aber eine eigene Entscheidungsbefugnis von Heimen, das gibt es per Definition im Gesetz gegenüber den Freiheitsrechten der Bewohner nicht. Das wurde jetzt sehr stark legitimiert dadurch, dass man sagt, ich habe ja einen Schutzauftrag gegenüber den mir anvertrauten schwachen Leuten, erstmal den Menschen selber. Oder eine Fürsorgeverpflichtung, oder eine Fürsorgeverpflichtung, ja. Genau. Und dann aber auch eine Fürsorgeverpflichtung gegenüber den anderen. Mhm. Ich finde, man muss da sehr, sehr viele kleine Einzelfälle unterscheiden. Habe ich zum Beispiel eine alte Dame, die sagt, ja, ich bin alt, ich weiß, da draußen gibt es eine schwere Krankheit, aber ich möchte so gerne meine Enkel sehen. Ich wüsste nicht, wie man es ihr verbieten kann. Die Corona-Schutzverordnung sagt dann aber, wenn du rausgehst, oder hat es bisher gesagt, wenn du rausgehst und deine Enkel triffst, dann wirst du erst mal 2 Wochen isoliert. Das Infektionsschutzgesetz, was eigentlich zur Bekämpfung von Seuchen da ist, das ist anders gestrickt. Das sorgt entweder für eine freiwillige Isolierung, okay, bin ich mit einverstanden, ich bleibe dann hier aus Schutzgründen, so wie wir uns freiwillig in häusliche Quarantäne begeben können, oder aber ich brauche eine Entscheidung des Ordnungsamtes, dass ich geschlossen untergebracht werde. Und dann rollt nach 30 Minuten, so sieht das Gesetz vor, eigentlich die große Staatsmaschine an. Das Gericht wird beauftragt. Das Gericht beauftragt für denjenigen, der ja angeblich schwach im Geiste ist, jemanden, der seine Rechte wahrnehmen kann, also einen Verfahrenspfleger. Wir besorgen uns ärztliche Stellungnahmen und wir hören die Menschen persönlich an, auch zu Infektionszeiten. Das heißt, Maske, Face Shield, verhüllen, desinfizieren, Kleidung wechseln, großer Aufwand. Aber in den Heimen ist das im Moment anders gelaufen. Dort sind ganz viele Leute vorsichtshalber in einem Maß in ihrer Freiheit eingeschränkt worden, was vorher nicht zu sehen war. Da hat es einen Paradigmenwechsel gegeben. Eins vorweg, das, was ich gesehen habe in den Heimen, das war eine großartige Stimmung. Man hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die das Haus nicht verlassen dürften, bespaßt wurden bis zum Anschlag. Aber es gab Menschen, die haben sehr darunter gelitten, dass sie nicht raus durften, dass sie ihre Angehörigen nicht sehen durften. Es gab Angehörigen, im Zimmer nebenan sitzt eine Kollegin, die hat ihren Vater zuletzt am 13. März gesehen und vor 2 Wochen ist er gestorben. Sie hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das greift auch in die Selbstbestimmung ein und in die Freiheitsrechte. Und Leben ist nun mal nicht alles. Wir dürfen unser Leben schließlich gefährden. Ich meine, wir dürfen Zigaretten rauchen. Wir dürfen feiern. Wir dürfen Alkohol trinken, wir dürfen fett werden, wir dürfen mit dem SUV fahren, wir dürfen Fleisch essen, wir dürfen Flugzeug fliegen. Das ist alles lebensgefährlich für eine große, unbestimmte Zahl von Menschen. Da wird es nicht verboten, kein Lockdown. Aber bei den Heimen sagt man, ja, du bist ein Mensch minderer Qualität und Güte. Ich muss für dich entscheiden, denn du kannst es nicht mehr rational. Also muss ich es für dich tun. Wir nennen das harten Staatspaternalismus. Das muss die absolute Ausnahme bleiben, denn wenn wir einen Staat hätten, der rein rational durchgetaktet wäre, dann hätten wir keinen individuellen Pkw-Verkehr, dann hätten wir kein Erlaubnis, Tabak zu rauchen, dann hätten wir kein Erlaubnis für Zellgifte wie Koffein, Alkohol oder andere Dinge, dann dürfte man gar nichts. Dann müsste jeder von uns morgens erstmal 10 Minuten Frühsport machen, so Vorbild von gut durchstrukturierten Diktaturen. Zur Erhaltung der allgemeinen Arbeitskraft werden sie verdonnert, sich regelmäßig zu bewegen. Das haben wir aber nicht. Wir haben ein Recht auf Unvernunft. Ich persönlich finde das sehr gut. Ich verhalte mich gerne unvernünftig. Aber jetzt stehe ich halt als Staatsdiener häufig vor den Leuten und soll ihnen erklären, das darfst du nicht. Und in diesen Corona-Zeiten sehe ich, dass der
untertan eine sehr große Lektion in Demut genommen hat und erstmal alles macht, was ihm gesagt wird. Ich finde es persönlich gut, sich vernünftig zu verhalten, sich zu schützen, aber vieles geht mächtig übers Ziel hinaus. Mhm. Wo würdest du sagen, wo ist es übers Ziel hinausgegangen und ist das, was jetzt eigentlich mit der neuen Corona-Schutzverordnung, ja, ich sag mal, gelockert wird, ist das angemessen? Entspricht das jetzt der Bedrohungssituation? Ich kann niemandem vorwerfen, der früher gehandelt hat und Verordnungen und Gesetze erlassen hat, dass er über das Ziel hinausgeschossen wäre. Wir wussten es doch nicht. Es gibt verschiedene ethische Prinzipien. Wenn 10 Leute sagen, das ist problemlos möglich und der 11. sagt, aber das bringt die Gefahr, dass unwiederbringliche Schäden an Rechtsgütern eintreten, dann kann man, finde ich, ohne weiteres dem einen glauben und die guten Erwägungen der anderen 10 hinten anlassen. Denn wenn der eine Recht hat und die anderen 10 irren sich, dann ist Essig. Von daher, auch wenn wir aus heutiger Sicht sagen müssen, der komplette Lockdown war nicht nötig, sondern man hätte auch andere Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Gute Hygienekonzepte, ständiges Masketragen von Anfang an, wenn die Masken denn verfügbar gewesen wären. Das ist alles in die Vergangenheit geguckt. Man hätte vor 10 Jahren sagen müssen, Leute, schafft euch Masken an. Aber was hilft es? In dem Moment hatten wir die Masken nicht und es musste erst einmal mit Gewalt runtergedrückt werden auf die sich steigernde Kurve der Infektion. Sie musste flach gehalten werden. Dafür war meines Erachtens der Lockdown angemessen, denn jetzt haben wir Masken, jetzt haben wir Hygienekonzepte und jetzt können wir wieder stückweise in die Freiheit zurückkommen. Aber ich kann niemandem vorwerfen, dass er aus Gründen der Vorsichtsethik mehr getan hat, als man nach dem, was man heute weiß, unbedingt hätte machen müssen. War ich schlauer? Nein. War jemand schlauer? Einspruch. Dass in dem Moment, wo die Gefahr da war, erstmal die Reaktion so aussah, dass wir hier mal auf die Bremse treten, alles zumachen, zu gucken, was da eigentlich los ist. Da stimme ich dir zu. Aber erstens, es wurden im Vorfeld so viele Sachen versäumt und auch falsch eingeschätzt. Die hätten richtig eingeschätzt werden können, wenn man sich einfach nur auf seinen Job konzentriert hätte. Erstens, die WHO hat noch im Oktober 19 irgendwas veröffentlicht von wegen, im Fall einer Pandemie nützen Isolationsstrategien gar nichts. Es nützt Händewaschen und in die Armbeuge rotzen. WHO 19, im Oktober 19, 3 Monate später. Ich dachte, das wäre Januar 2010 gewesen. Na Moment, noch im Oktober 19 gab es. Ich dachte, es wäre Januar 2010 gewesen. Ja, ich sage jetzt Oktober 2019. Also, es gab das Pandemie-Fallbeispiel des Robert-Koch-Instituts im Jahr 2012 für den Bundestag. Da haben die das durchgespielt. Und zwar exakt das, was gerade stattfindet. Ja. Masken übrigens sind immer noch nicht in allen Krankenhäusern vorhanden. Also wir haben jetzt die 16. Woche des Lockdowns und es gibt immer noch Berichte aus einzelnen Kliniken, dass die Schwestern und Ärzte immer noch ihre Masken waschen und ausbringen und über Nacht über die Heizung hängen, weil sie immer noch keinen Nachschub bekommen haben. Also auch das ist noch nicht klar. Und Einspruch, ja, zu dem Zeitpunkt, als die Maßnahme des Lockdowns ergriffen wurde, war tatsächlich das in dem Moment alternativlos. Aber wir wissen heute auch, die Kurve, deswegen habe ich Einspruch gesagt, die sank bereits zu einem Zeitpunkt, als die Maßnahmen des Lockdowns noch gar nicht gegriffen haben können. Die Kurve sank aufgrund der Maßnahmen von 10 Tagen vor dem Lockdown. So, es gab ja vor dem Lockdown schon andere Maßnahmen, die geholfen haben, die Geschwindigkeit zu verringern. Und natürlich ist es richtig, dass in der Vergangenheit die Leute haben schon mit der Vogelgrippe 2002, mit der Schweinegrippe eigentlich Maßnahmen nicht ergriffen, die man hätte ergreifen können. Aber genau. Was hilft es, in dem Moment auf die Vergangenheit zu schauen? In dem Moment war es nicht da. Und wenn jemand mit einem Schraubenschlüssel den Nagel in die Wand schlägt, weil er sich vorher keinen Hammer besorgt hat, ist die Benutzung des Schraubenschlüssels nicht falsch. Das ist das, was zur Verfügung stand. Einverstanden. Ich meine, in einem Punkt sollten wir uns aber einig sein. All diese Fehler, die im Vorfeld und in der Anfangsphase gemacht wurden, dürfen sich nicht wiederholen. Wenn in 3, 4, 5 Jahren das nächste Virus kommt und auch nur ein Politiker stellt sich hin und sagt, wir haben wieder das Problem und wieder fehlt das und wieder wissen wir hier nicht und da nicht, dann, glaube ich, gibt es in der Bevölkerung ein bisschen mehr Unmut. Das dann ist sein. Mit Obrigkeit nicht mehr und Untertanengeist.
Nee, das kann wohl sein. Die Leute werden sehr aufmüpfig. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Mich nervt das Ja. ja genauso. Ich gehe Ja. auch ungern mit dieser Maske spazieren und ich hasse auch diesen Aufwand. Ich mache normalerweise zum Beispiel meine kurzen Verfahren in einer Viertelstunde. Ich brauche für sie mittlerweile 25 Minuten, weil ich immer zwischendurch den Saal einmal leer räumen muss, durchlüften muss, Hände waschen, desinfizieren, dann immer wieder diese gleiche Begrüßung. Bitte zuerst dahin, bitte zuerst dorthin. Das ist lästig, das klaut mir Lebenszeit und ich könnte in der Zeit besser mit meiner Frau und mit meinem Sohn, mit meiner Mutter was Spannendes machen. Aber geht im Moment nicht. So Verleg doch dieses die Prozesse. Zurückblicken hilft mir ja nicht. Das ist Ja. ja Schimpfen über was vergangen war und kaputt gemacht worden ist. Das ist wohlfeil. Die Frage ist, was tun wir heute und was tun wir morgen? Ist nicht wohlfeil. Es ist nötig, eine klare Analyse zu machen, damit die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, sich in der Zukunft nicht wiederholen. D'accord. Ja, also es ist schon wichtig, sich alles pingelig nochmal genau anzugucken, was in der Vergangenheit falsch lief. Nicht, um zu sagen, hätte ich besser gewusst oder warum hast du nicht, sondern warum wirst du in Zukunft nicht nochmal? Darum geht's. Es gibt eine ganz spannende Sendung, die ist noch als Podcast im Deutschlandfunk erhältlich. Tamiflu, Geschichte eines Medikaments. Ja? Großartig, aus dem Jahre 2010. Dort hat in einem Podcast des Deutschlandfunks ist alles gesagt worden, was nötig gewesen wäre, um den Lockdown zu verhindern. Man Ja. hätte genug Masken gehabt, man hätte den Mist nicht die ganze Zeit um die halbe Welt jetten müssen, was übrigens eine Umweltsauerei größten Ausmaßes ist. Man hätte hier vielleicht sogar Leute, die arbeiten könnten, weil sie vernünftige Produkte herstellen, statt irgendwie auf Staatsstütze angewiesen zu sein. Wir hätten sehr viel mehr in der Vergangenheit besser machen können. Aber jetzt im Moment für diese Einschränkung, denen wir alle unterworfen waren, fällt mir nichts ein. In dem Moment hatten wir nichts. Klar, die Kurve sank schon, weil schon die ersten Vorsichtsmaßnahmen wie Distanzgebote, Hände waschen, in die Armbeuge husten schon geholfen haben. Das ist das Paradoxe bei der Wir schweifen Prävention. auch ab. Wenn Wir man. schweifen ab. Nein, Es nein, geht ja um Freiheitsrechte. ich würde gerne, genau, ich würd gerne mal wieder zu den Freiheitsrechten oder auch dem Ja, Thema ja, ja, ja. Freiheit zurückkommen, weil ich glaube auch wirklich, wir haben ja da eine Menge erlebt auch und auch, manchmal sage ich, manchmal denke ich, mit uns machen lassen, aber ich muss ehrlich eingestehen, dass ich das an vielen Stellen halt eben auch gerne beziehungsweise auch einsichtsvoll gemacht habe. Ich habe aber die letzten 2 Tage auch gelernt, dass es einen Rechtsgrundsatz gibt, der mich schon irritiert hat. Not kennt kein Gebot. So, das ist quasi der Türöffner für alles Mögliche. Und da spielt diese Diskussion jetzt für mich nochmal eine Rolle. Also Not kennt kein Gebot, das verstehe ich ja so. Ja, wir hatten eine Not, wir wussten nichts, wir konnten nichts einschätzen. Wir hatten keine Basis, auf der wir jetzt wirklich angemessenes Verhalten oder angemesseneres Verhalten vielleicht hätten initiieren können. Und deswegen war eine Not gegeben. Gut, wenn die Not eigentlich eine selbstverschuldete Not ist oder eine Not ist, die sich gar nicht so als solche darstellt, wenn wir uns wirklich besser vorbereitet hätten, erscheinen natürlich auch solche Einschränkungen von Freiheitsrechten möglicherweise nochmal in einem anderen Licht. Aber auch das ist ja rückwärtsgewandt. Ich würde gerne mal nach vorne schauen und sagen, so, bitteschön, was heißt das denn jetzt? Ich habe heute und in den letzten Tagen gelernt, dass gerade in Einrichtungen der Altenhilfe die Lockerungen massiv kritisiert werden, weil sie mit Befürchtungen einhergehen, dass halt eben jetzt die Schutzbefohlenen, die Schutzbedürftigen in den Einrichtungen nicht mehr ausreichend vor Infektionen geschützt werden können. Und dass die Maßnahmen halt eben, die jetzt wochenlang und monatelang sehr erfolgreich waren, das muss man ja auch sagen, wir sind in den Zahlen nach wie vor weit, weit, weit vor allen anderen Ländern Europas, über die Grenzen Europas hinaus wollen wir gar nicht schauen. Deswegen, das macht mich schon auch ein wenig nachdenklich, dass wir im Augenblick so 2 Fronten haben. Menschen, die sagen, ich will endlich mich frei bewegen können. Ich will keine Einschränkungen in Kauf nehmen länger, wenn ich das einschätzen und beurteilen kann, natürlich nur. Und denen, die sagen, das ist aber eine Riesenbedrohung fürs Leben, nicht nur des Einzelnen, sondern halt eben auch von der ganzen Gemeinschaft in einer stationären Einrichtung. Bevor der Lars antwortet, eine Nachfrage. Wer hat die Bedenken? Das Personal in den Einrichtungen Ja. oder die Pflegebedürftigen? Das Die Personal. alten, haben die alten Leute die Bedenken oder das Personal? Ja, das, also ich.
spreche mit vielen Menschen aus Einrichtungen, mit dem Personal, mit Entscheidern und die sagen, ja, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben gemeinsam in den letzten Wochen. Lars hat es ja gerade auch angesprochen, da ist ganz viel auch an Atmosphäre gelaufen. Die Bilder, die ja mitunter kolportiert werden von Menschen, die eingesperrt werden in Einzelzimmern und es passiert dann nichts. Sie sind quasi in Zellen eingesperrt. Das stimmt ja nicht, sondern da ist ganz viel Atmosphäre gemacht worden, ganz viel an tollen Angeboten auch der Gemeinschaft in den Häusern auch ermöglicht worden. Aber trotzdem, die Beschäftigten sagen, wir haben Angst, dass jetzt von draußen das Virus hier reingetragen wird und uns übermenscht. Und die Pflegebedürftigen, was sagen die? Tja. Das mischt sich. Es gibt Einrichtungen, in denen sagen die Pflegebedürftigen, wenn sie dazu in der Lage sind. Ich meine, vergessliche Leute sind hier nicht dumm. Vergessliche Leute, denen kann man in einer Minute erklären, gehst du nach draußen, kannst du dich anstecken, willst du das? Nö. Warum soll ich nochmal nicht nach draußen? Dann kann man das wieder erklären. Die Leute sind ja nicht blöd deswegen. Ja. Sie sind nur vergesslich. Wir vergessen ja alle was. Ja, viele Leute in den Einrichtungen sagen auch, ich möchte gerne hier bleiben und ich möchte es sicher haben. Aber viele Menschen sind auch mit einem ungeheuren Drang nach Freiheit versehen. Die wollen ihre Angehörigen sehen. Die wollen umarmt werden. Die wollen geküsst werden, die wollen die Sonne sehen und das geht im Moment alles so auf 1,50 Meter. Das macht ja auch was mit uns. Not kennt kein Gebot. Das gilt für den Gesetzgeber, wenn ihm nichts Gutes einfällt. Wenn es aber um die harte Entziehung der Freiheit geht, um Einsperren, um Festbinden, um Aufhebung der körperlichen Bewegungsfreiheit nach nahezu jeder Richtung, dann kennt Not kein Gebot, aber eine Frist, die lautet 30 Minuten. Wenn ich jemanden festbinde, wenn ich jemanden einsperre, dann muss ich nach 30 Minuten das Gericht einschalten. Ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit Juli 2018, gerade nochmal aktualisiert im Januar 2020, dann muss das Gericht beteiligt werden. Aber nur, das ist witzig, nur in der Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr. Dazwischen schlafen die Grundrechte. Und wie lange, wenn so ein Gericht dann... Entschuldigung? Ich dachte nur, auch die haben Öffnungszeiten. Ja. Ja. Ja, und wenn aber das, was momentan stattfindet, findet ja nicht damit statt, dass alle 30 Minuten ein Richter kommt. Was ist das also für eine Situation, die wir jetzt gerade haben? Das ist im Moment ganz schwierig zu definieren. Ich gucke mir gerade die Gesetzgebungskunde an. Gesetzgebung ist eine Kunst. Ich könnte ja das gesamte Recht zusammenfassen auf 3 Sätze. Erstens, Strafrecht. Wer Böses tut, wird angemessen bestraft. Zweitens, Zivilrecht. Jeder kriegt das, was ihm zusteht. Und das gesamte öffentliche Recht heißt, der Staat passt auf, dass 1 und 2 eintreffen, ohne die Rechte des Einzelnen unverhältnismäßig einzuschränken. Das ist die gesamte Rechtsordnung. Mhm. Aber man geht immer mehr in die Details. Gerade wenn es um Freiheitsentziehung geht, dann verlangt unsere Rechtsordnung, dass genau definiert ist, wann es erlaubt ist, jemandem die grundsätzlich zustehende Handlungsfreiheit oder Fortbewegungsfreiheit zu entziehen. Deswegen wird genau ausziseliert. Es steht zum Beispiel im Infektionsschutzgesetz, wenn ich infiziert bin oder es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass ich andere Leute gefährde, dann darf das Ordnungsgesundheitsamt mich in einer geschlossenen Einrichtung unterbringen. Dann kommt der Richter mit Verfahrensbeistand oder Verfahrenspfleger. Es kommt ein Arzt, es wird eine Anhörung durchgeführt. Das geht übrigens nicht innerhalb von 30 Minuten. Das dauert so lange, wie es dauert, bis das Ganze organisiert ist. Dolmetscher fahrt dorthin, Infektionsschutz, ein Verfahrenspfleger besorgen, der bereit ist. Das kann auch schon mal einen Tag dauern. Soll unverzüglich gehen, lässt sich aber manchmal nicht vermeiden. Nur nach 30 Minuten muss das Gericht beteiligt werden, damit eine neutrale Instanz, die nicht ein eigenes Interesse an der einen oder anderen Ausgestaltung hat, die Verantwortung übernimmt. Die Corona-Schutzverordnungen, die sind ganz listenreich. Da steht drin, kommt jemand neu in ein Heim oder kommt er aus dem Krankenhaus, dann muss er für eine Zeit X isoliert werden. Das waren mal 14 Tage. Für die Isolierung in Unterbringung ist zuständig das Heim. Es bedarf keines Antrages des Ordnungsamts. Und jetzt kommt der trickreiche Satz, der steht unten drunter. Rechte nach Artikel 104 Grundgesetz werden nicht berührt. Jetzt hört jeder normal denkende Mensch, der nicht gerade eine Hirndeformation durch ein Jurastudium erlebt hat, ich muss ihn unterbringen, ich muss ihn isolieren.
Dafür brauche ich keinen Antrag vom Ordnungsamt. Also glaubt jede Pflegekraft, jeder Heimleiter, das darf ich. Und jetzt kommt dieser kleine Satz, Rechte nach Artikel 104 sind unberührt. Wir erzählen uns Witze, auch durch Zahlen, wir als Juristen. Wenn wir sehen Artikel 104, dann wissen wir Freiheitsrechte. Wird ein Mensch ohne gerichtliche Entscheidung seiner Freiheit entzogen, muss bis spätestens am nächsten Tag das Gericht informiert werden. Mittlerweile nach 30 Minuten. Das Grundgesetz wird immer weiter ausgefeilt. Das sieht aber kein Mensch. Kein Mensch sieht diese Warnhinweise. Achtung! Wendest du hart paternalistischen Zwang an? Setzt du jemandem ein mechanisches Hindernis, wie ein Mensch, der im Weg steht, eine Tür, ein Schloss, dann muss nach 30 Minuten das Gericht informiert werden. Das liest man aus diesen Schutzverordnungen nicht. Ja. Pah. Und Verantwortung wird vermeintlich an die Einrichtungsleitung delegiert. Die auch glauben, das Richtige zu tun. Die auch glauben, das Richtige zu tun. Und vor allem, die glauben, es alleine verantworten zu müssen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es eigentlich darum, die Situation zu erkennen, einzuschätzen und dann das Prozedere in Gang zu setzen. Es gibt Fälle von hart paternalistischem Zwang, wo zum Beispiel Stationen abgeschlossen worden sind, ganze Häuser abgeschlossen worden sind, wo sich im Vertrauen in die Rechtmäßigkeit, in das eigene Handeln die Heime beim Gericht meldeten und sagten, hallo, wir haben jemanden eingesperrt, wir brauchen eine Genehmigung. Antwort des Gerichts, wir brauchen einen Antrag des Gesundheitsamtes. Wir kriegten einen Antrag des Gesundheitsamtes, hallo, bitte genehmigt die Anordnung des Heimes. Wir nochmal gesagt, Achtung, Unterbringung ist eine Willenserklärung, du, Gesundheitsamt, du musst entscheiden. Dann kam der dritte Antrag vom Gesundheitsamt. Hallo, wir beantragen die geschlossene Unterbringung der Betroffenen in diesem Heim. Und dann kam von uns der Satz, komm, wir geben es auf, wir weisen den Antrag jetzt zurück. Es gibt keine geschlossene Unterbringung in einem Heim. Das Gesetz erlaubt nur eine geschlossene Unterbringung nach Infektionsschutz in einem geschlossenen Krankenhaus, in einer geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses oder in einer anderen, extra zur Unterbringung von Kranken gewidmeten Einrichtung. Beispiel Gütersloh, da ist gerade eine leergezogene Kaserne zur sonstigen Einrichtung ernannt worden. Im Heim gibt es kein Einsperren zur Abwendung abstrakter Gefahren, sondern nur die Absonderung. Und die Absonderung ist eine Form der freiwilligen Isolation. Frau Meier, es ist gefährlich, bitte bleiben Sie hier. Frau Meier, möchten Sie nicht auch lieber hierher kommen und einen Kakao trinken, statt rauszugehen? Frau Meier, bleiben Sie doch noch für eine halbe Stunde, wir musizieren gleich. Hat toll geklappt in ganz vielen Einrichtungen. Allerdings glaube ich auch denjenigen, die mir schildern, dass dort Leute eingegangen sind. Ich glaube auch den Schilderungen derjenigen, die sagen, da sind Leute die Wände hochgegangen und haben die Tapete von der Wände gekratzt. Dass ich sie nicht gesehen habe, das heißt nicht, das ist einfach nur insignifikant. Was ich nur zeigen will, in den Heimen sind keine Metzger unterwegs und keine Schließer, sondern das sind Leute, die mit viel Fantasie versuchen, diese wahnsinnige Härte aufzufangen. Aber sie tun das in einem falschen Glauben, der ihnen vermittelt wird durch die Verordnungsgeber. Und sie tun quasi damit Unrecht. Es gibt im Strafgesetzbuch einen Paragraphen, der heißt Freiheitsentziehung. Das ist strafbar. Da steht drin in Absatz 2, dauert die Freiheitsentziehung länger als eine Woche, dann ist es ein Verbrechen. Verbrechen heißt, die Freiheitsstrafe beträgt mindestens ein Jahr. Es gibt keine Geldstrafe darauf. Das tun ganz viele Leute bestimmt nicht absichtlich und dem Willen, ein Gesetz zu brechen. Vielleicht sind die sogar durch diese Verordnung in einem nicht korrigierbaren Verbotsirrtum zu dem Zeitpunkt. Aber wenn man es mal hart auf hart nimmt, da wird nicht nur die Freiheit der Menschen eingeschränkt, die eigentlich ein Recht auf freie Entfaltung haben, sondern es werden auch diejenigen dem Risiko einer Strafverfolgung ausgesetzt, die glauben, sie müssten die Isolierung durchziehen, aber nicht wissen, dass Artikel 104 ist nicht betroffen, heißt kein Zwang. Wäre ich Anwalt, ich hätte eine Einkommensquelle. Lügen für Geld? Entschuldigung. Aber und noch ein Punkt, ein kleines Detail, wenn ich kurz nochmal abschweifen darf. Also, ne? Und zwar, du, Lars, du sagst, da draußen ist es gefährlich für dich, bleib doch lieber hier. Das ist ja auch nochmal der Punkt, der erörtert werden müsste. Wie gefährlich ist es denn nun eigentlich da draußen? Weil da draußen ist es auch, hast du selber gesagt, da draußen ist auch Straßenverkehr, da draußen ist auch Luftverschmutzung, da draußen ist auch Influenza, da draußen ist auch Buttercremetorte.
Ist alles gefährlich und potenziell tödlich für diese Bewohnerin. Wo fangen wir eigentlich an und sagen, da darfst du nicht mehr raus, da darfst du raus? Erst einmal gibt es eine klare Grenze dort, wo ich im vollen Kenntnis meiner Gefährdungslage mich selbst gefährde. Das kann mich niemandem nehmen. Das Verfassungsgericht hat noch im Februar entschieden, wer reif bei Verstand ist und weiß, was er tut, der darf nicht daran gehindert werden, sich selbst zu töten. Das heißt, ich darf Buttercremetorte essen, wenn ich weiß, was ich tue. Das heißt, ich darf auch rausgehen und mich einem Infektionsrisiko aussetzen. Das Miese bei Corona ist, wenn ich mein Recht in Anspruch nehme, mich zu gefährden, und ich gehe ins Pflegeheim und ich spreche und singe, dann erfüllt das Aerosol den Raum mit einem möglicherweise für meine Mitbewohner tödlichen Keim. Darf ich das? Ja, mit Influenza darfst du das. Warum? Ja, weiß ich doch nicht. Du bist der Richter. Es gibt einen ganz alten Grundsatz. Keine Gleichheit im Unrecht. Wenn ich eine tödliche Sache für andere zulasse und sie nicht verboten habe bisher, heißt das nicht, dass ich sie in einem anderen Fall erlauben müsste. Sondern vielmehr gibt es einen Grund dafür zu sagen, ich verbiete mal ganz schnell ganz viele tödliche Verhaltensweisen. Also Straßenverkehr, Fleischessen, Flugverkehr, ich lasse es sein. Also, das heißt, Influencer darf ich, SARS-CoV-2 darf ich nicht. Im Moment hat man nicht Influenza zu einer Pandemie erklärt. Gesetze funktionieren ja immer so in einer Regeltechnik. Erstens, zweitens, drittens. Und eine Pandemie liegt dann vor, wenn eine bestimmte Beschlusslage des Bundestages vorliegt. Damals, als das mit der SARS-CoV-2-Infektion begann, dachte man, dort kommt eine Infektion, die erst sehr schnell von Mensch zu Mensch springt, das tut sie, und die zweitens eine ungeheure Letalitätsrate hat. Wir sprechen ja, glaube ich, immer noch, wenn man die Krankheit hätte laufen lassen, von 500.000 Menschen nach den jetzigen Statistiken, oder? Wenn ich das richtig sehe, Letalitätsrate von 0,4? Ja. Ich kann das nicht so gut ausrechnen. Das sind schon ziemlich viele. Und ich finde, man hat schon gute Gründe zu verhindern, dass mal eben 500.000 Leute ausradiert wird. Denn das würde uns zu mitleidlosen Menschen bringen, die dann auch irgendwann verlieren, den Respekt vor dem anderen zu haben. Mhm. Vielleicht sollte man eher überlegen, wie gehe ich mit Grippe um? Ja, darauf wollte ich hinaus. Schön ist aber, der Unterschied ist aber bei Grippe, ich kann mich mit großer Wahrscheinlichkeit vor Grippe schützen, indem ich mich impfen lasse. Ich zeige nicht diesen Arm wegen all dieser Narben. Bei SARS-CoV-2 kann ich mich nicht impfen lassen. Ich habe keine Schutzmöglichkeit. Kommt einer auf mich zu, der SARS-CoV-2 hat, kann ich nicht sagen, hallo, ich bin durch den Schutz der Impfe gewappnet, wir können uns sehen. Sondern der SARS-CoV-2-Mensch verbreitet es, ohne dass ich irgendein Mittel der Gegenwehr hätte. Ich will jetzt nicht weiter abschweifen. Ja, nee, das werden wir jetzt. Wir werden jetzt keine Impfdiskussion führen. Ich glaube, die können wir aneinander. Nein, ich bin kein Impfgegner. Ich bin kein Impfgegner. Ja, nur die Wirksamkeit der Influenza-Schutzimpfung, die ist auch nicht so. 80%. Stimmt. Zumindest über die meisten Jahre hinweg. Aber ich finde das nochmal wichtig, so, das ist eine abstrakte Bedrohung, aber es gibt ja eben auch diesen Aspekt der konkreten beziehungsweise auch der akuten Bedrohung. Und ist das dann tatsächlich, wenn ich mich in eine Umgebung begebe, wo ich nicht garantieren kann, dass ich keinen Kontakt zu Coronaviren hatte, bin ich dann ein Träger einer akuten oder auch konkreten Bedrohung für die anderen? Nein, das beschreibt eine abstrakte Gefährdung. Ja. Eine akute Gefährdung ist gegeben, wenn ich Kontakt mit einem Menschen hatte in der Art und Weise, die wahrscheinlich geeignet ist, mich zu infizieren. Beispielsweise, ich fahre mit einem Bus und in dem Bus sind 10 Infizierte, die singen und lachen während der Fahrt. Dann habe ich eine sehr große Wahrscheinlichkeit, egal ob ich eine Maske trage oder nicht, dass ich nach einer Stunde ebenfalls Träger bin. Das dürfte eine konkrete Gefahr sein. Allein der Umstand, dass ich mich draußen frei bewege und ein theoretisches Risiko öffne, das ist eine abstrakte Gefahr. Und eine abstrakte Gefahr rechtfertigt eigentlich nach dem gesamten Gefüge des Rechtssystems nicht einen hart paternalistischen Eingriff in meine Freiheitsrechte. Okay, abschließend, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, damit es nicht zu lang wird. Ich könnte noch ganz lange und mir auch die Geschichten beziehungsweise auch die guten Beispiele anhören und mit dir diskutieren und auch die Einwürfe von HG dabei auch mir anhören und auch mit aufgreifen. Aber eine Frage würde ich gerne zum Abschluss stellen. Ist eigentlich jetzt der 1.7. mit der neuen Corona-Schutzverordnung
Fluch oder Segen für die Freiheitsrechte? Ja, ich weiß, vielleicht eine bisschen zu überzogene Fragestellung, aber machen wir einfach mal heute empathetisch. Ich versuche mal, mich zu positionieren. Ja. Ich glaube, er ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich fürchte, es wird zu Missbräuchen und Missverständnissen führen. Und das wird dazu führen, dass einige Menschen angesteckt werden und sterben. Nur, es gibt ja keine absolute Verhältnismäßigkeit zu sagen, nur Lebensschutz, Freiheitsrechte ganz runter, sondern ich muss ja beides in eine gewisse Balance bringen. Ich weiß nicht, ob das ein Fluch oder Segen ist, aber ich halte es jedenfalls für ein gutes Symbol. Es kann sein, dass derjenige, der als Erster lockert und Freiheitsrechte einführt, der Erste ist, der die Freiheitsrechte wieder komplett runterschraubt, wie man an Gütersloh sehen konnte. Hm. Gut. Fluch oder Segen? Ich bin kein Prophet. Okay, es ging so ein bisschen darum, wir wollten ausloten oder Orientierung suchen in diesem Dreiecksverhältnis Freiheitsrechte, Schutzbedürfnis und auch so etwas wie Fürsorgeverpflichtung, die, glaube ich, viele Menschen dieser Zeit auch gerade die in alten Einrichtungen arbeiten, verspüren. Ich hoffe, dass das gelungen ist. Ich fand es auf jeden Fall mehr als nur interessant, das zu hören. Ich denke mir, ja, wir sollten das irgendwann mal wieder aufgreifen, wenn wir ein bisschen Distanz auch noch mal bekommen haben, um das einschätzen zu können. War die Not denn jetzt geboten oder nicht? In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Der Podcast macht jetzt eine kleine Sommerpause, weil irgendwie gibt es trotz Corona auch Urlaub. Ich persönlich fahre nach Italien. Und Norditalien ins Piemont und werde dort wandern gehen. Und Zwischenstopp in Ischgl. Nein, dann mache ich einen großen Bogen drum. aber ich hoffe, dass wir uns danach gesund und negativ wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss, vielen herzlichen Dank. Guten